Hey YouTube, da sind wir wieder. Der Haus, Sniper, Ghost Warrior. Wir stehen hier mit O'Neill und... Jo, ich glaube, der ist... der guckt aber traurig. Ich glaube, der ist wirklich... Irgendwie stinkig auf uns. Der sagt nichts, der steht da einfach nur rum. Okay, ich stelle mich mal hin. Na gut, dann komm. Renne ich einfach mal alleine vor hier. Ja, guck ich mal, was passiert ist. Bleibt er tatsächlich da hinten stehen. Oh. War anscheinend doch nicht so gut. Ach, verdammt, ey. Ja, volle Mühe. Oh, da sind welche und da ist einer und da auch und ja, das ist noch eine Menge. Nee, das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Na, wo ist die Hütte? Na, wo sind sie? Da ist er. So, daneben stand glaube ich auch noch einer. Ja, bewegt sich zum Treppen. Was? Du hast doch da faul rumgestanden. Oh, ich bin aber auch in die falsche Richtung gelaufen, oder wie? Ach, das war noch wegen dem Säubern. Ach so. Oh, das tut mir nur leid, Uni. Okay, das, ja. Na gut. Okay. Alter, das muss aber noch besser werden. Das ist ja noch nicht wirklich unentdeckt und snipermäßig, was ich hier mache. Oh, verdammt. Uni hat's erwischt. Wieso eigentlich immer ich? Okay. So. Das Dorf erreichen. Okay. Warte auf weitere Anweisungen. Over. Sie müssen die Mission allein fortsetzen. Ich leite Sie durch das Lager. Aber Achtung, das Gebiet wird schwer bewacht. Sie müssen vorsichtig sein. Bin ich doch immer. Ja. Okay. Also da hinten müssen wir irgendwo hin. Aha. Durch das Lager. Durch das schwer bewachte Lager. Na, dann gucken wir mal, wie schwer das bewacht ist. Bis jetzt sehe ich ja noch keinen hier. Hier sehe ich auch keinen, da auch nicht. Das sieht eigentlich eher verlassen als schwer bewacht aus, muss ich ja mal so sagen. Komm, pirschen wir uns mal ran hier. Ich meine, pirschen wir uns mal ran hier. Okay. Da hinten müssen wir hin. Dort ist unser Ziel. Und so wie das aussieht, ist das ja hier voll schwer bewacht. Total. Okay. Ah, vielleicht eher hier so. Ah, das scheint eher so das schwer bewachte Lager zu sein, ne? Na, da ist ein Hühnchen. Ja gut, das Hühnchen ist aber total auf der Hut. Also, sieht man richtig. Ja, hier ist doch gar nichts. Das ist doch das, was wir gesäubert hatten, oder nicht? Oder vertue ich mich da jetzt? Das ist nicht das, wo wir gerade alle geplättet hatten? Was ja eigentlich außerplanmäßig war, was ich so eigentlich gar nicht vorhatte. Ich glaube, das ist das hier tatsächlich, ne? Naja, komm. Müssen wir wahrscheinlich da hoch. Na super, das ist natürlich wirklich, wirklich schwer. Na gut. Vielleicht kommt die Stelle ja auch noch, die so schwer bewacht ist. Gucken wir mal. Ah, da steht ein Wegelchen rum. Hier nochmal eine Hocke hier. Ja, das sieht eigentlich alles nicht so aus, ob das großartig gefährlich wäre. Großartig schwer bewacht wäre und keine Ahnung was. Okay, komm nochmal runter hier sicherheitshalber. Gehen wir in die Hocke, das reicht auch erstmal. Ja, schwer. Hey, ich glaube, das war knapp. Ich glaube, das war sehr, sehr knapp. Oder hat er uns schon gesehen? Sucht er uns? Nein, du suchst uns nicht. Nein. Du suchst uns nicht. Jetzt müsste man noch wissen. Wie kommt man an denen ungesehen vorbei? Wie viele sind das? Oh, mindestens schon mal zwei. Das ist schon mal nicht so günstig für uns. Also würde ich sagen, bleiben wir schön... Oh, Checkpoint. Bleiben wir schön... Oh. Hat die mich erschrocken. Also quasi eine Abkürzung. Okay, das versuchen wir doch mal. Die Abkürzung versuchen wir doch dann direkt mal zu nutzen. Ich würde sagen, dann bleiben wir jetzt erstmal schön hier abseits der Straße auf dieser abschüssigen Seite. Ich glaube, das ist ganz günstig, ja? Das ist ganz gut so, oder? Nein. Jetzt komm doch da raus wieder. Komm doch da raus. Ich will nicht springen. Aber wenn ich jetzt springe, dann sehen die mich nicht, weil da ein Baum ist. Okay.
Okay. Nein. Jetzt spring doch da raus. Okay. Ach. Okay. Psst. Trotzdem aufpassen. Denn wo so ein Truck ist, ein Fahrzeug, was bald den Stützpunkt verlassen soll, werden auch Wachen nicht weit sein. Sag ich doch. War doch zu erwarten. Okay. Dann wollen wir mal schauen, ob wir das diesmal richtig schön in Sniper-Manier hinbekommen. Langsam anpirschen. Nicht gesehen werden. Die Umgebung im Blickfeld behalten. Der parkt sehr interessant mit den Vorderrädern in der Luft, so wie es aussieht. Ja. Okay. Egal. Egal. Da ist ein Gegner. Werden wir ihn umgehen können oder müssen wir ihn ausschalten? Das ist die Frage. Vor allem sieht er uns, wenn er hier hinschaut. Können wir vielleicht dort hoch? Und dann von der Seite? Ich würde gerne unter der Brücke entlang. Ich würde wirklich... Nein, nein, nein! Hinlegen, hinlegen! Ich würde wirklich sehr, sehr gern unter der Brücke entlang. Oh, okay. Ah, da war wieder diese... Ach, guck mal, jetzt ist der Balken da in der Mitte auch durchsichtig. Das heißt also, die haben keine Ahnung, dass ich hier bin. Ah, und immer wenn der sich in unsere Richtung dreht, dann geht das so ein bisschen weiß. Das heißt also, besteht eine gewisse Gefahr, entdeckt zu werden. Okay. Schnell, 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 schnell. Ja, gut so, gut so. Okay. Und wieder unter die Brücke. Komm schon. Ja, so ist gut. Wie machen wir das? Nehmen wir ein Messer? Erschießen wir ihn einfach? Ich würde sagen, wir erschießen ihn einfach. Ja, so machen wir das. Ich denke, na, mit Messer ist mir zu riskant, so nah da dran zu kommen. Wie sieht das denn mit der Pistole aus hier? Naja, nee, mit der Pistole kann ich irgendwie nicht zielen. Okay. Ganz ruhig. Ruhig, ruhig. Verdammt. Wo ist mein roter Punkt? Dort. Okay. Ja, der saß. Ich hoffe nur, dass das kein anderer mitbekommen hat. Nein, ich glaube, er war allein. Dort ist eine Hütte. Und dort hinten sieht uns keiner. Okay. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, wir sind auf dem besten Wege, entdeckt zu werden, wenn wir hier noch weiter rumspringen. Jetzt komme ich da nicht drüber. Ah, geh wieder runter. Okay, 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 okay. Da scheint unser Truck zu sein, unsere Mitfahrgelegenheit. Da ist die nächste Wache. Eigentlich rein theoretisch, wenn wir alle ausschalten, gibt es ja keinen mehr, der mit dem Truck vorzeitig wegfahren könnte, wo? Okay, gut gucken. Da werden mir zwei angezeigt, direkt an unserem Ziel. Dort gibt es noch den. Die Frage ist, wie können wir ihn umgehen? Wie können wir am besten... Es kommt ja auch noch hier hin. Nein, 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 nein. Boah, haben wir ein Schwein. Haben wir ein Glück. Alter Schwede. Das glaube ich nicht. Haben wir ein Glück hier. Meine Güte. Gut, dass er so unaufmerksam war. Okay. Wo ist er jetzt hin? Ja, verdammt. Jetzt ist er irgendwo da und... Achso, jetzt könnte man sich wahrscheinlich irgendwie... Jetzt hängen wir hier fest. Nein, das ist nicht gut, weil wenn ich jetzt springe, dann bemerkt er uns auf jeden Fall. Wenn ich jetzt einfach nach vorne laufe... Wo ist der? Ich befürchte nämlich, dass der gleich dann einfach mal so rankommt. Komm, 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 komm. Schnell in das Gebüsch legen. Okay, leg dich hin. Da ist er. Okay. Ah, der bleibt dann eine Zeit lang da. Dann hätte man wahrscheinlich... so hinter ihm vorbeigekommen, aber wir können ihn bestimmt auch jetzt mal eben so schnell per gezielten Schuss wo ist er denn, du Lieben? Der war doch gerade noch hier. Ach da. Wenn wir den jetzt einmal richtig erwischen. Ja, ich glaube, das hat niemand mitbekommen. Okay, okay, okay. Langsam. Jetzt kommen wir hier wieder nicht durch, das ist ja wohl. Aber hier kommen wir durch. Nichts und niemand zu sehen. Gut. Nein, leg dich hin, leg dich hin, leg dich hin. Gott, Gott, Gott. Warum kann ich nicht einfach den Truck nehmen, ey? Nein, muss ich den nehmen, der so weit weg ist. Ist klar. Okay, da sind zwei Gegner. Da sind zwei Gegner.
Wie kommen wir an denen vorbei? Lasst uns mal durch die Hütte schleichen. Dann schauen wir mal. Okay. Huh, da ist auch noch einer. Okay. Bleibst du wohl da stehen? Kratzt dir weiter am Hintern? Bestimmt, ne? Ja, das macht er so. Ist klar, da kommt man wieder nicht durch. Leg dich hin! Ich will den aber auch nicht... Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn man den erschießt. Wenn man vielleicht wieder auffliegt. Und das möchte ich nicht. Der guckt nicht in unsere Richtung. Das ist gut. Das heißt, es ist zu schaffen. Oh, Medikamente, Medikamente. Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Gut. Wieder runter. Der guckt nicht in unsere Richtung. Und die beiden stehen da anscheinend direkt beim Truck. Aber ich glaube, den Truck können wir auch erreichen, ohne irgendeinen von denen auszuschalten. Versuchen wir das mal. Da ist ein Zaun im Weg. Ein Bretterzaun. Aber ein Bretterzaun bedeutet auch einen gewissen Sichtschutz. Ich glaube, da ist unser Ziel. Ja. Und natürlich, der Zaun geht natürlich so weit drumherum, dass man irgendwie von dort hinten rankommen muss. Okay. Wir versuchen es. Wir riskieren. Okay, das war... Verdammt knapp. Okay. Jetzt habe ich die Zeit gar nicht im Kopf. Nicht beobachtet. Verdammt. Das weiß ich gar nicht. Boah, scheiße, war das knapp. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lang dieser Part hier schon ist. Aber ich möchte jetzt wenigstens versuchen... Ja, toll, jetzt steht er da rum und wackelt sich ein zurecht mit seinem Hintern. Ja, klasse, das heißt, wenn ich mich hier hinstelle und hier stehen bleibe, wird er mich früher oder später doch bestimmt bemerken, ja. So war es eigentlich nicht gedacht. Mist. Ah. Shitter. So war es nicht gedacht. So wollte ich das eigentlich nicht haben. Na egal. Beenden wir den Part jetzt einfach hier. Fertig. Naja, gut. Auch in Ordnung. Dann lassen wir die Zwischensequenz noch ablaufen und dann würde ich sagen, beende ich den Part, weil wir ja wahrscheinlich eh ins nächste Gebiet kommen werden. Nur, ich halte mich bedeckt. Ja, das habe ich versucht. Also irgendwie kriege ich das noch nicht so wirklich hin. Oh, ein paar Stunden gefahren. Auch nicht schlecht. Ja. Ja, vor allem bleibe ich erstmal mitten auf der Straße stehen. Na, ist klar. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen an der Seite. Legen uns mal ins Gras, sicherheitshalber. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das hier beim nächsten Part in Angriff. Bis dahin.